Wir sitzen jetzt hier bei unseren Hähnen. Und zwar sind das ganz besondere Hähne, weil es ein Zweinutzungshahn ist. Die haben etwas mehr Fleisch als der normale Hahn von der Legehenne. Und dafür hat das Huhn eine etwas geringere Legeleistung. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Kompromiss sind wir eingegangen. Wir haben bisher immer die leichteren Tiere gehabt und dadurch hatten wir natürlich auch im Verhältnis zum Gewicht von den Tieren einen höheren Futterverbrauch, was dieses Tier etwas effizienter macht und damit in meinen persönlichen Augen auch noch mal etwas attraktiver. Wir halten hier die Hähne nach Tierschutzlabel. Für uns ist es schön zu wissen, dass es den Tieren gut geht. Es macht einfach Spaß, in den Stall zu gehen, die Tiere zu beobachten, wie sie ihr ganz normales Hahnenleben leben. Es macht den Kindern auch Spaß, gell? Ja. So. Was macht man jetzt den lieben langen Tag mit den Hähnen? Als Küken kommen sie her, Eintagsküken, die kennen noch nicht viel, die kennen noch kein Futter, kein Wasser, das müssen die alles noch lernen. So, da die Mama ja nicht da ist, bin ich die Mama. Und die Mama kümmert sich sehr intensiv um die Küken. Ich gehe alle 3 Stunden in den Stall und gucke, dass sie ans Wasser gehen, ans Futter, laufe durch den Stall, gucke, ob mir irgendwelche auffallen, wo nicht ganz so fit aussehen, wo vielleicht das Wasser noch nicht gefunden haben. Und dann setze ich die in die Krankenbucht und da kümmere ich mich dann noch intensiver um die Tiere. Wenn sie dann Wasser und Futter gefunden haben, dann müssen wir eigentlich nicht mehr viel machen. Dann laufen wir noch ein paar Mal durch. Nein, natürlich nicht. Das ist wie bei den menschlichen Kindern. Meine Kinder sind ja auch noch recht klein und wenn sie größer sind, hat man nur andere Probleme. Und so ist das mit dem Hahn auch. Und weil wir jetzt hier nicht nur 2 Hähne haben, sondern sehr viele, heißt das auch sehr viel Arbeit. Wenn sie älter sind, dann müssen wir das Gefieder ein bisschen genauer angucken, ob sie sich gegenseitig bepicken. Man muss natürlich auch jeden Tag noch gucken, trinken sie ordentlich, ist die Futteraufnahme in Ordnung. Also alles in allem geht es dem Hahn gut. Und das kontrollieren wir natürlich mehrmals täglich, damit wir da nichts übersehen. Welche Masttiere haben schon Freiland? Wie man sieht, unsere haben das. Unsere Tiere haben nachher das Tierwohl-Label drauf. Da ist Freiland halt ein großer Punkt, weil, wie man sieht, die Hähne fühlen sich wohl, sie laufen rum und können picken und scharren, wie sie das wollen. Und es sieht einfach schön aus. Wir versuchen, eine möglichst regionale Vermarktung hinzukriegen und haben da jetzt mit Edeka und dem Hofglück-Projekt einen richtig guten Weg gefunden. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir für die nächste Generation hier einen Hof übergeben können, der zukunftsfähig ist und wo einfach eine gute Tierhaltung bietet, wo die Kinder auch noch Spaß dran haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt brauche ich noch einen Daumen hoch von euch. Abonniert unseren Kanal und vergesst das Glöckchen nicht.